Unsere Themen am Mittwoch. Stadtspitze wird in die Mangel genommen. Bauarbeiter stoßen auf einmalige Stadtgeschichte. Und Spanier und die Liebe zu Beethoven. Das und mehr gleich hier bei LTV aktuell. Immer ein Herz für die Kinder. Ihre Stadtwerke Cottbus. Das Wetter spielt ja passend zum Siebenschläfer schon einmal mit. Sonne, Mitte 20 Grad und kein Regen. So kann es doch die nächsten Wochen gerne weitergehen. Und damit hallo und herzlich willkommen zu LTV aktuell am Mittwoch. Die Sendung startet auch heute mit den abgestellten chemischen Fässern im Cottbuser Stadtgebiet. Aus einem einzelnen Anruf bei der Leitstelle Lausitz wurde eine ganze Serie. Die Feuerwehr hat inzwischen auch in der Forster-, Bautzener- und Gartenstraße sowie in der Kastanienallee Fässer mit der Chemikalie Hyphax gefunden. Nach ersten Erkenntnissen soll diese in einem Haus in der Forsterstraße gelagert worden sein. Neue Fälle gibt es aktuell nicht. Die Polizei, das Umwelt- und Ordnungsamt der Stadt Cottbus ermitteln jetzt gemeinsam. Wer zu den möglichen Tätern etwas sagen kann oder beobachtet hat, der soll sich unter 0355 49 37 12 27 melden. 6 Bürgerdialoge liegen hinter Holger Kelch und Rainer Drogler. Die beiden haben sich zusammen mit den Fachbereichsleitern und Dezernenten in den letzten Wochen den kritischen Fragen der Cottbusser gestellt. Lange und oft hitzige Abende liegen hinter den Beteiligten. Gestern gab es das letzte Gespräch und zwar in Sachsendorf. Dienstagabend an der Sachsendorfer Oberschule. Gleich beginnt das 6. und letzte Stadtteilgespräch. Viele Bürger wollen die Chance noch einmal nutzen, um Antworten zu bekommen. Weil ich unmittelbarer Nachbar bin der Gemeinschaftsunterkunft in Sachsendorf-Marlow in der Hegestraße. Und einfach mal hören möchte, wie das weitergeht. Mir gefällt, dass die Wohngegend, und bloß weil da jetzt Asylanten kommen, die wollen sich doch integrieren. Und das sehe ich aber nicht. Von den 10 Leuten, die bei mir in der Wohnung da im Aufgang gewohnt haben, waren gleich 2 dabei, wo ich gespürt habe, die wollen sich integrieren. Das merkt ihr doch alleine schon vor dem Haus, wie das aussieht. Im Haus. Ja, ich bin neugierig, was alles so hier passiert jetzt. Weil man im Fernsehen sehr viel sieht und da interessiert mich das, was heute gesagt wird. Und auf viele Fragen konnte die Stadtspitze antworten. Vor allem das Flüchtlingsheim in der Hegelstraße beschäftigt die Anwohner. Sozialdezernentin Maren Diekmann äußerte sich. Demnach werden derzeit Wohnplätze abgebaut. Die Zahlen gehen zurück, da auch die Zuweisungen, wie vom Innenminister angewiesen, ausbleiben. Die 900 Plätze sollen im Laufe des Sommers bis auf etwa 600 Plätze zurückgehen. Beide Blöcke bleiben aber erst einmal erhalten. Es gab auch Fragen zu den Gewalttaten, in denen Flüchtlinge involviert gewesen sind. Zum Beispiel bei der Messerattacke vor dem Blechenkarree. Hier versicherten Holger Kelch und Carsten Konzak von der Ausländerbehörde, dass Täter nach deutschem Recht verurteilt wurden und dass das Strafgesetz ganz normal greift. Auch Anwohner aus anderen Stadtteilen haben die Chance zum Dialog noch einmal genutzt. Das Interesse der Cottbusser ist groß gewesen. Nach 6 Stadtteilgesprächen ist für Holger Kelch klar, die Dialoge sind ein erster Schritt in die richtige Richtung. Cottbus hat, glaube ich, etwas für sich entwickelt, was nach meiner Kenntnis fast einmalig in der Bundesrepublik ist. Überall hört man und bekommt man das in den Medien mit, dass diese Dialogreihe wirklich auf sehr offenes Interesse auch in anderen Kommunen stößt. Ich selber werde dahingehend auch angesprochen und das bundesweit. Und das macht dann schon ein Stückchen stolz, dass wir versuchen, hier einen Cottbuser Weg für uns zu beschreiben, zu finden und den auch zu gehen. Und das ist das Fazit. Uwe Weise und Holger Thomas sind bei den Dialogen ganz nah an den Bürgern dran gewesen
Beide haben die Veranstaltungen moderiert. Nach 6 Veranstaltungen fällt auch bei ihnen das Fazit positiv aus. Weil dieser Dialog wirklich ehrlich geführt wird und ohne Political Correctness und das darf man nicht und das darf man nicht, so, sondern man sagt klar und deutlich die Sachen, die einem wichtig sind, stellt die Fragen, die einem wichtig sind, ohne rumzueiern. Und das ist eine tolle Sache und das ist mutmachend. Die Stadtteildialoge waren ein Experiment. Viele Bürger hatten nicht nur Fragen zu den Flüchtlingen, es ging auch um andere Probleme in der Stadt, auf die man jetzt aufmerksam geworden ist. Holger Kelch möchte die Dialoge beibehalten. Wir werden sehr gut überlegen, wie wir das Format fortsetzen können. Und ich denke, dass wir dann im September auch etwas präsentieren können, um weiter diese Nähe auch zur Bürgerschaft zu behalten und zu bewahren. Insgesamt 22.000 Euro hat die Stadt investiert, damit die Bürgerdialoge stattfinden konnten. Laut Kelch kostet Demokratie aber nun mal Geld. Geld, das an dieser Stelle gut investiert sei. Den kompletten Bürgerdialog können Sie sich noch einmal auf der Seite der Stadt Cottbus anschauen. Dort finden Sie auch alle anderen Videos zu den Stadtteilgesprächen. Es ist das Schlimmste, was einem Radsportler passieren kann. Ein schwerer Unfall auf der Rennbahn. Olympiasiegerin Christina Vogel ist gestern im Training im Cottbusser Radsportstadion mit einem anderen Radprofi bei hohem Tempo zusammengestoßen. Sie stürzte dann auf die Betonbahn. Die 27-Jährige wurde mit mehreren Brüchen ins Karl-Team-Klinikum und später mit einem Hubschrauber in ein Berliner Unfallkrankenhaus gebracht. Sie wurde dort über Stunden notoperiert. Wie schwer sich Christina Vogel an der Wirbelsäule verletzt hat, ist weiterhin unklar. Die Olympiasiegerin hat für den Großen Preis von Deutschland am Wochenende trainiert. Die Wettkämpfe werden trotz des tragischen Vorfalls wie geplant durchgeführt. Bei diesem Fund haben die Bauarbeiter auch nicht schlecht gestaunt. Sie sind in der Innenstadt auf einen mittelalterlichen Ziegelofen gestoßen. Das ist fast einmalig. Die Lage und das noch sehr gut erhaltene Mauerwerk sind ungewöhnlich. Mehr zu dieser Ausgrabung zeigen wir in den Kurznachrichten. Einmaliger Fund in Cottbuser Altstadt. Archäologen haben bei den Bauarbeiten auf dem Gelände des Wiechernhauses einen Ziegelbrennofen aus dem Mittelalter gefunden. Die Experten schätzen, dass er aus dem 14. bis 15. Jahrhundert stammt. Er ist aus Stampflehm und ungebrannten Ziegeln. Die Wände und der Boden sind noch in originaler Substanz erhalten. Die Lage innerhalb der mittelalterlichen Stadt sei aber sehr ungewöhnlich. Wegen der Brandgefahr wurden solche Öfen eigentlich außerhalb von Siedlungen gebaut. Die archäologischen Ausgrabungen dauern voraussichtlich noch bis Ende nächster Woche an. Erst dann können die Grabungsergebnisse vollständig ausgewertet werden. Familiendrama in Werben. Am Landgericht Cottbus hat heute ein neuer Prozess begonnen. Die Staatsanwaltschaft wirft dem Angeklagten vor, seine Mutter mit einem Messer lebensgefährlich verletzt zu haben. Durch den Lärm im Haus sollen auch der Stiefvater und der Halbbruder aufmerksam geworden sein. Auch auf sie soll der Angeklagte in Tötungsabsicht eingestochen und sie lebensgefährlich verletzt haben. In seiner Vernehmung hat der Angeklagte gestanden, dass er alle drei mit einem Messer attackiert hat, er könne sich aber nicht mehr ganz genau an den Tathergang erinnern. Laut eigener Aussage gab es zwischen der Mutter und dem Stiefvater immer wieder heftige Auseinandersetzungen. Diese seien Grund für seine psychische Verfassung gewesen und hätten ihn zu der Tat getrieben. Tschetschenen müssen Cottbus verlassen. Wie die Lausitzer Rundschau berichtet, sollen einige gewalttätige Tschetschenen so schnell wie möglich ausgewiesen werden. Es handelt sich um einen Teil derer, die Mitte Juni an den Auseinandersetzungen mit Afghanen und Syrern beteiligt waren. Ein Großaufgebot der Polizei musste damals ausrücken. 26 Tschetschenen sind in der Nacht festgenommen worden. Am nächsten Tag gab es eine Razzia in der Flüchtlingsunterkunft in der Hegelstraße. Dabei sind einige Schlagwerkzeuge sichergestellt worden. Laut der Cottbuser Ausländerbehörde wird gerade die Beweislage geprüft. Die straffälligen Personen sollen dann voraussichtlich in der nächsten Woche Deutschland verlassen.
Für den Ex-Lübbenauer, der im Badeort Phuket seine thailändische Frau getötet haben soll, wurde es heute ernst. Das Urteil stand an, die Richter haben ihn zu 8 Jahren und 8 Monaten Haft wegen vorsätzlichen Mordes verurteilt. Sie sind davon überzeugt, dass der Auswanderer seine thailändische Freundin umgebracht, anschließend die Leiche versteckt und ihren Ausweis entwendet hat. Die Staatsanwaltschaft hat eigentlich lebenslange Haft gefordert. Spanische Musiker verbindet man bekanntlich mit heißen Rhythmen und feurigen Tänzen. Dass dieses Klischee natürlich nicht auf alle zutrifft, beweist ein Chor aus Saragossa, der in Cottbus auftritt. In der Turnhalle der Waldorfschule Cottbus wird mal nicht Sport gemacht. Hier wird für die anstehenden Konzerte geprobt. Dabei sind die Schüler nicht allein. Sie spielen zusammen mit dem Orchester Camarata San Nicolas aus Saragossa in Spanien. In der Bibliothek über der Turnhalle ist es ruhiger. Da wird noch einmal in die Noten geschaut. Fiona Brunner ist eine ehemalige Schülerin. Sie hat das Ganze eingefädelt. Ich habe einen Freiwilligendienst in Spanien gemacht und war dort auf der Suche, Musik zu machen, weil ich eben hier mein Leben lang im Schulorchester und sowieso in der Schule Musik gemacht habe. Und habe dann über einen Lehrer von der Schule, wo ich gearbeitet habe, dieses Orchester gefunden, habe dort angefangen und war halt total begeistert, die Art und Weise, wie die Musik machen, die ganze Stimmung. Und dachte, es wäre schön, dass irgendwie, als ich dann zurückkam, mein Abi doch noch gemacht habe, dass es schön wäre, das zu vereinen, weil ich liebe Spanien über alles, hier ist meine Heimat. Dachte ich, es wäre schön, das irgendwie zusammenzubringen. Carlos Escudero Moreno ist der Leiter der beiden Gruppen. Insgesamt proben über 100 Schülerinnen und Schüler eine Woche. Dabei werden klassische Werke von Händel bis Beethoven einstudiert. Schon 2016 trafen sich die Waldorfschule und das spanische Orchester. Lina Grünbeck war damals auch dabei, sie erinnert sich noch gut. Also damals in Spanien, das war auf jeden Fall sehr schön, eine schöne Erfahrung, weil ich kannte das ja auch nicht so, sind hier eben sehr wenige. Und als die Spanier jetzt auch wieder da waren, man hat sich schon darauf gefreut, mit ihnen zusammen zu spielen, weil es schon was ganz anderes ist mit so vielen Leuten. Die Cottbusser Waldorfschule ist öfter in anderen Ländern unterwegs. Zum ersten Mal hat es geklappt, dass ein Gastgeber mal nach Deutschland kommt. Das bringt gewisse Vorteile mit sich. Wir haben immer das Problem, dass nicht so viele Schüler ein Streichinstrument lernen wollen. Und die Spanier, bei denen ist es gerade umgekehrt. Da sind ganz viele Streicher. Der Dirigent ist auch ein Streicher und hat also dort sehr viel dann auch getan, die Schüler dann heranzuführen ans Streichinstrument. Und dadurch ist das jetzt ein toller, voluminöser Klang. Bis morgen wird noch geprobt. Dann geht es auch schon zum ersten Benefizkonzert. Das beginnt dann um 19 Uhr vor dem Dieselkraftwerk am Amtsteich. Der Eintritt ist frei. Falls es Ihnen morgen nicht passt, auch kein Problem. Der Chor spielt am Freitag um 16 Uhr auch im Blechenkarree. Stimmt die Rechnung von meinem Werkstatthändler des Vertrauens und wurden auch wirklich alle Mängel gefunden? Diese Frage stellen sich viele Autobesitzer. Und nicht nur sie haben ein scharfes Auge drauf, auch die Dekra-Prüfer testen regelmäßig. Die Prüfhalle der Dekra in Cottbus. Hier werden Fahrzeuge normalerweise genau nach Fehlern untersucht. Heute sieht Marcel Bogens Arbeit aber mal etwas anders aus. Er baut nämlich absichtlich Fehler ein. Der Test einer Partnerwerkstatt steht an. Ja, es ist so, für den Werkstatttest gibt der Hersteller ganz konkrete Vorgaben vor, welche Mängel an einem Fahrzeug verbaut sein können. Und im gegenständlichen Fall würde ich jetzt hier die Scheinwerfereinstellung verstellen, weil das einer der Prüfpunkte ist, die bei der Inspektion abgearbeitet und kontrolliert werden müssen. 5 solcher Fehler baut Marcel Bogen ein. Die können etwas komplexer, aber auch recht simpel sein. Beispielsweise ein fehlender Erste-Hilfe-Kasten oder zu wenig Luft im Reifen.
Nun geht's auf die Hebebühne. Auch am Unterboden verstecken die Prüfer Fehler. Für ein optimales Testergebnis müssen die Mängel über alle Baugruppen verteilt sein. In diesem Fall wird zum Beispiel die Bremsleitung aus ihrer Fixierung gelöst. Man lässt sich immer wieder was Neues einfallen. Ja, das ist immer wieder eine Herausforderung. Es macht auf alle Fälle Spaß und es ist auch schön, wenn man dann nachher in der Werkstatt dann sieht, dass die Mängel gefunden werden und dass im Prinzip ja alle einen tollen Job machen. Man kann der DEKRA übrigens sein Auto als Testwagen zur Verfügung stellen. Wer das macht, bekommt einen Anteil der Inspektionskosten erlassen. Derzeit sucht man etwa speziell Volkswagen-Nutzfahrzeuge. Bewerben kann sich aber jeder. Es ist im Prinzip ganz einfach, man braucht sich nur mit der DEKRA-Niederlassung hier in Cottbus in Verbindung setzen und dann wird geprüft, ob das jeweilige Fahrzeug für einen Test geeignet ist oder nicht. In der Regel sollte ein Fahrzeug nicht älter als 8 Jahre sein und weniger als 200.000 Kilometer an Laufleistung aufweisen. Das Auto ist präpariert, nun geht es ab zur Testwerkstatt. Das machen die DEKRA-Mitarbeiter natürlich nicht selber, der Test soll schließlich geheim bleiben. Auf dem Prüfstand steht diesmal das Autohaus Frano. Die Kundin gibt das Auto ganz normal zur Durchsicht ab. Die DEKRA wartet nun ab und lässt die Werkstatt ihre Arbeit machen. Ja, zunächst ist es meistens immer so, dass es so einen Überraschungseffekt gibt, aber in der Regel rechnen ja die Vertragspartner damit, dass einmal im Jahr getestet wird und meistens gibt es ein konstruktives Gespräch und nachher gehen alle dann gut gelaunt auseinander. Nach kurzer Zeit kommt nun die Stunde der Wahrheit. Die Kundin holt das Auto ab. Das Signal für Marcel Bogen. Er stößt zur Übergabe dazu und gibt sich als Prüfer zu erkennen. Die Werkstatt hat alle Mängel gefunden, die Marcel Bogen eingebaut hat. Aber nicht nur darauf wird geachtet, sondern auch auf die Rechnung. Überzogene Preise werden ebenfalls geprüft. Für die Werkstatt ist das natürlich eine ungewöhnliche Situation. Letztlich haben aber alle Seiten was davon. Ich finde das sehr gut. Man hat halt seine internen Prozesse und hat halt dort dann nochmal die Kontrolle, funktioniert das alles so, wie man sich das vorstellt. Gerade wenn die DEKRA halt reinkommt, wird das Fahrzeug nochmal geprüft. Wir haben zum einen die Kontrolle, dass bei uns alles richtig gelaufen ist und der Kunde natürlich auch, dass er das Geld, was er bezahlt hat, dass er dafür die entsprechende Leistung bekommt. Test bestanden, Marcel Bogen hat an der Arbeit der Werkstatt nichts auszusetzen. Und die Kundin kann nun mit einem garantiert wieder fehlerfreiem Auto nach Hause fahren. Die Altlasten auf dem ehemaligen Potsdamer Chemiehandel in der Parzellenstraße beschäftigen die Stadt bis heute und uns morgen. Um den verunreinigten Boden zu säubern, gibt es jetzt neue Ideen. Welche das sind, wie gesagt, verraten wir morgen. Wir sehen uns dann wieder. Jetzt gibt es noch das aktuelle Expertenangebot der Woche. Passend zur WM dürfte gerade für Männer das Richtige dabei sein. Schönen Abend, machen Sie es gut. Tschüss. Ihr wollt einen Fernseher der neuesten Generation? Dann holt euch jetzt diesen QLED-TV von Samsung. Den QE65 Q6F gibt es jetzt als Angebot der Woche für nur 1.499 Euro bei Expert. 65 Zoll Größe, Quantum Dot Color Technologie und jede Menge smarte Features. Dieser Fernseher hat alles, was man sich von einem modernen TV-Gerät wünschen kann. Als QLED-TV bietet der QE65 Q6F eine beeindruckende Intensität und 100% Farbvolumen. HDR 1000 sorgt zudem für starke Kontraste und Detailreichtum. Hinzu kommen weitere Technologien wie UHD-Dimming und AutoMotion Plus, die das Bild zusätzlich verbessern. Aber nicht nur die inneren Werte können sich sehen lassen. Denn das Design beeindruckt mit seinem minimalistischen Look in Sterling Silver und den extravaganten Standfüßen. Kabelwirrwarr gibt es auch nicht, denn externe Geräte werden einfach über die One Connect Minibox angeschlossen, die mit allen notwendigen Anschlüssen ausgestattet ist. Natürlich gibt es auch ein breites Angebot an Apps und Streamingdiensten. Über den Samsung Smart Hub ist alles mit nur wenigen Klicks auf der Fernbedienung erreichbar. Der Samsung QE65 Q6F bietet als QLED-Fernseher eine nie dagewesene Bildqualität und ist zudem ein voll ausgestatteter Smart TV.
holt ihn euch jetzt bei Expert zum Angebotspreis von nur 1.499 Euro. In der Nacht wird es leicht bewölkt. Diejenigen, die erst zur späten Stunde vom Public Viewing zurück sind, bleiben trocken. Die Tiefsttemperaturen liegen bei 16 Grad. Der Donnerstag startet bewölkt. Die Sonne zeigt sich hin und wieder, allerdings zieht es sich gegen Mittag ordentlich zu. Windböen mit bis zu 42 km pro Stunde sind außerdem zu erwarten. Jedoch bleibt es trocken. Das Thermometer geht auf 25 Grad rauf. Am Freitag wird es wieder sonniger, der Sommer kommt endlich zurück. Die Sonne scheint den ganzen Tag. Nur vereinzelt ziehen harmlose Quellwolken auf. Wir dürfen uns auf 28 Grad freuen. Deine Zukunft aus. Laufen Sie für den Tierpark beim 7. EG Wohn Charity Lauf. Los geht's am 7. Juli um 10 Uhr. Die Startgebühr beträgt 1 Euro und geht als direkte Spende an den Cottbusser Tierpark. Und für jede gelaufene 2-Kilometer-Runde legt die EG Wohn noch 1 Euro drauf. Alle Läufer erhalten an diesem Tag bis 13 Uhr freien Eintritt zum Tier- und Spreeauenpark. Also jetzt anmelden unter eg-wohnen.de oder telefonisch unter Cottbus 75-28350. Der 7. EG Wohn Charity Lauf am 7. Juli im Cottbusser Tier- und Spreeauenpark. Your kind. I'm a master of the simple, all of my life.
neue Renault Koleos. Es gibt immer einen anderen Weg. Mein Papa kauft seine Uhr bei Fiedermann. Meine Mama kauft bei Fiedermann ihre Uhren und sogar den Schmuck. Und mein großer Bruder kauft seine Uhren bei Fiedermanns. Ich wünschte, ich würde einen Wecker von den Fiedermann in meiner Zuckertüte haben. Ach, die haben ja auch so schöne Ohrringe. Wunderschöne Kinderwecker, originelle Scout-Kinderarmbanduhren und hübscher Mädchenschmuck. Alles für die Zuckertüte. Ihr Uhrmachermeister Fiedermann am Altmarkt 25.